Ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil wir unter anderem zum Beispiel in der Dominikanischen Republik eine Zone, die schon bekannt ist auf dem deutschen Markt, aber noch nicht so wie Punta Cana und Puerto Plata für uns entdeckt haben. Das, die Zone Samaná liegt im Nordosten der Insel Hispaniola, ist vor einigen Jahren schon mal angeflogen worden, direkt aus dem deutschen Markt heraus. Und wir haben uns jetzt gedacht, auf der Suche nach Neuem, nach etwas Ursprünglicherem, nach dem etwas Besonderen, um es auch jedermann erschwinglich zu machen, fliegen wir doch einfach mal direkt einmal die Woche jetzt nach Samaná als einziger deutscher Reiseveranstalter. Man kam vorher hin, ist meist über Puerto Plata angereist. Das bedeutete aber auch nach einem schon 9-stündigen Flug, teils auch mit Kindern, nochmal 4 Stunden in den Transferbus. Und daher können wir von uns schon behaupten, dass wir den Gästen mit diesem neuen Direktflug insgesamt 6 Stunden Urlaub schenken, nämlich 3 Stunden Transferzeit hin und 3 Stunden Transferzeit zurück, die nämlich der Transfer jetzt kürzer ist. Man fährt nämlich nur noch 1 Stunde. Ich habe 3 Jahre in der Dominikanischen Republik gearbeitet und gelebt und ich bin insbesondere zwischen Januar und März fast jedes Wochenende in die Bucht von Samaná gefahren und habe mich an den Strand gestellt und habe vom Strand aus die Wale beobachtet. Das ist einmalig.